Willkommen zu einer Reise mit der Straßenbahn durch Braunschweig. Auf einer Streckenlänge von 36 Kilometern verkehrt eine vielfältige Mischung aus alten und neuen Straßenbahnen. Die Tram in Braunschweig, die gerne und oft auch Stadtbahn genannt wird, fährt auf der in Deutschland einzigartigen Spurweite von 1100 mm. Nur die beiden inzwischen stillgelegten Netze in Kiel sowie Lübeck hatten ebenfalls eine Spurweite von 1100 mm. Die Tram in Braunschweig fährt übrigens seit 1897 elektrisch. Braunschweig, die Stadt Heinrich des Löwen, hat rund 246.000 Einwohner. Sie liegt im Südosten des Landes Niedersachsen und ist nach Hannover die zweitgrößte Stadt. Selbstverständlich ist Brunswick die schönste Stadt im Norden. Am Friedrich-Wilhelm-Platz beginnen wir mit dem wohl bekanntesten Braunschweiger Straßenbahntyp, dem vom LHB, also Linke Hoffmann-Busch, gebauten EGT6, der in der Regel stets mit dem Beiwagen vom Typ EB4 anzutreffen ist. Hier auf der Linie M5 zum Hauptbahnhof. Am Hauptbahnhof wartet eine M5 auf die Rückfahrt nach Breuzen zur Turmstraße. Vor einigen Jahren entstand am Bahnhofsvorplatz eine kombinierte Haltestelle für Straßenbahnen und Busse. Auffällig ist die filigrane Dachkonstruktion. Gut zu erkennen sind die hier bereits verlegten drei Schienengleise. Diese sind für die geplante Regionalstadtbahn nach Karlsruher Modell bereits mit errichtet worden. Das Dreischienengleis ist nötig, da die Regionalstadtbahn auf Normalspur verkehren soll. Vorbei am wiedererrichteten Braunschweiger Schloss fährt eine M3 mit dem Ziel Weststadt Weserstraße in die Haltestelle Schloss ein. Bei dem EGT6 von LHB handelt es sich um einen Typ, der exklusiv für Braunschweig gebaut wurde. Straßenbahnen dieses Typs verkehren in keiner anderen Stadt. Wiederum am Friedrich-Wilhelm-Platz sehen wir einen EGT6 mit Beiwagen EB4 als Linie 3E nach Volkmarode-Grenzweg. Nach einer erneuten Linienreform am 12. Juli 2009 gibt es diese Linie nicht mehr. Auch die Linie 6 fiel weg. Es gibt nur noch die Linien M1 bis M5. Der nächste Straßenbahntyp, den ich Ihnen vorstelle, ist auch der neueste. Er trägt die Bezeichnung NGT 8D. Gebaut wurde er durch ein Konsortium der Firmen Alstom, LHB und Bombardier. Seit 2007 verkehren diese Niederflurbahnen in Braunschweig. Hier auf der Linie M1 nach Stöckheim an der Haltestelle Hamburger Straße. Hier fährt ein NGT 8D der Linie M1 nach Stöckheim an der Haltestelle Schloss ein. Nahezu baugleiche Straßenbahnen fahren übrigens in Magdeburg, Gera sowie in Darmstadt. Am Friedrich-Wilhelm-Platz, wo gerade eine M3 Richtung Weststadt einfährt, befand sich früher der alte Braunschweiger Hauptbahnhof. In Bildmitte ist noch das alte Bahnhofsgebäude zu erkennen, das heute die Norddeutsche Landesbank beherbergt. Auf der nicht mehr existierenden Linie 6, die zwischen Radeklint und Stöckheim verkehrte, sehen wir den nächsten Braunschweiger Straßenbahntyp. Einen NFGT6 oder auch GT6S der Firma Adtrans. Seit 1995 fahren diese Straßenbahnen in Braunschweig, hier an der Haltestelle Alte Waage. Hier sehen wir einen NFGT6 an der Haltestelle Hamburger Straße der Linie M2 zum Siegfriedviertel. Auch Straßenbahnen dieses Typs fahren in zahlreichen anderen Städten in verschiedenen Ausführungen. Auch eine Fahrt vor dem Schloss darf mit diesem Typ natürlich nicht fehlen. Dahinter erkennt man unseren nächsten Straßenbahntyp.
Es sind die ältesten Straßenbahnen Braunschweigs, vom Typ EGT6, gebaut von der Düsseldorfer Waggonfabrik, kurz DÜWAG. Leider habe ich ansonsten nur noch Fotos. Auch diese EGT6 fahren mit Beiwagen vom Typ EB4, die aber nicht zu verwechseln sind mit den EB4-Beiwagen von LHB. Zum Schluss gibt es noch ein echtes Unikat, ein EGT6, der durch ein Niederflurmittelteil ergänzt wurde. Diese Bahn trägt nun das Kürzel GT6NF und wird von den Braunschweigern liebevoll Hängebauchschwein genannt. Bis heute blieb es aber bei diesem Einzelstück. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass Ihnen diese kleine Dokumentation gefallen hat. Über eine positive Bewertung und einen Kommentar würde ich mich sehr freuen.